So, willkommen bei Alchemie Klassik. Ton aktivieren, ja. Oh Gott, das ist laut. Spiel beginnen. So, wir wandeln auf den Spuren von Demokrit und sonstigen Alchemisten des Altertums. Was soll ich denn überhaupt machen hier? Ich habe vier Elemente: Feuer, Luft, Wasser und Erde. Gut, und was wollen wir erschaffen? Wir wollen einen Blitz erschaffen. Alkohol. Alkohol klingt doch einfach. Alkohol ist Feuerwasser. Dann nehmen wir Wasser und mischen es mit Feuer. Haben wir Alkohol. Sehr gut. Blitzsteinvulkan. Okay. Gucken wir mal, was brauchen wir für Stein? Stein, zwei Elemente. Dann nehmen wir Erde und Feuer. Jawohl. Gut. Salzwasser. Dann nehmen wir erstmal Wasser. Und dann bräuchten wir Salz. Luft, Stein, Alkohol. Okay. Vielleicht ein Salzstein. Jawohl, Salzwasser. Dann. Oh, Salz. Okay. Dann nehmen wir einfach Salzwasser und destillieren das. Was ist das? Luft. Dann nehmen wir Feuer. So. Na. Salzwasser? Nein. Okay. Salzwasser und Luft. Haben wir Salz? Okay. Nebel erstellt. Moment. Luft und Salzwasser ist Nebel und Salz. Ah. Gut, machen wir mal weiter. Blitz haben wir schon lange. Blitz könnte Luft und Feuer sein. Jawohl. Elemente erstellt. 10. Grundlegende Entdeckung. Machen wir mal weiter. Vulkan. Na gut, Vulkan. Drei Elemente. Erde und Feuer. Scheiße, ist Stein. Stein und Feuer sind Metalle. Mist. Okay, nochmal Vulkan. Erde und einfach zweimal Feuer. Jawohl. Dann, wie wäre es mit Rost? Rost ist doch einfach Metall und Wasser. Sand, Sumpf, Aluminium. Boah. Nehmen wir erstmal Sand. Sand müsste Stein und durstige Zeiten kaputt gemengt werden. Oder durch Regen. Sand erstellt. Und weiter geht's. Sumpf klingt doch schon mal einfach nur Erde. Und Wasser, ja, nur zwei Sachen. Sumpf. Aluminium, Dampf, Flukurit. Was ist ein Flukurit? Nehmen wir mal Aluminium. Moment. Vier Sachen. Aluminium, sagen wir mal Metalle.
Und Feuer. Ganz viel Feuer. Aluminium. Wer sagt's denn? So, Dampf. Hier ist doch. Ach, Nebel. Wie wär's mit Nebel und Luft? Nein, das sind Wolken. Okay, zurück. Ich möchte Dampf. Salz, Wasser und Feuer. Nein. Salz, Wasser und Luft. Nebel. Salz. Mist. Dampf. Wie wäre es mit Nebel und Feuer? Dampf. Gut, Aminosäuren, Elektrizität. Wir gucken mal Elektrizität. Blitze und Metalle, oder? Jawohl. Glas. Glas ist natürlich Sand und sehr viel Hitze. So, wir haben mittlerweile 20 Elemente oder Stoffe. Lehm, 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 Lehm. Sumpf und Feuer. Wir müssen irgendwie das Wasser aus dem Sumpf rausbekommen. Vielleicht mit Luft. Nein, auch nicht. Salzwasser bestimmt nicht. Mit Sand einfach den Sumpf trockenlegen. Gut. Eine Sanduhr, okay, da würde ich sagen Sand und Glas. Sanduhr. Yay. Die Sanduhr wurde erfunden. Magnet. Magnet müsste Elektrizität und nehmen einfach Metalle. Nein. Rost? Nein. Stein. Aluminium. Moment, Metall. Blitz, Mist. Das war falsch. Rost und Blitze. Ach, Scheiße. Schon wieder. Ich muss mir das merken. Magnet. Vulkan. Vulkan und Stein, Vulkan, Metall, Vulkan und Rost. Vulkan und Alu auch nicht. Was haben wir nochmal? Dampf, Glas. Magnet. Stein und okay, Stein und Metalle. Na klar. Ziegel, da würde ich sagen Lehm und Feuer. Zwei Sachen. Jawohl. Kompass. Na gut. Ein Magnet. Glas und ein bisschen Wasser wäre von Vorteil, oder? So.
Luft, nein. In der Sanduhr. Wir haben das Glas hier separat. Luft, Dampf, Alkohol. Komm, lass mal im Alkohol schwimmen. Nein. Metalle dazu. 25 Elemente. Wir haben einen Kompass. So, jetzt. Flugurit. Wenn ich nur wüsste, was Flugurit sein soll. Flugurit. Hat das was mit Pilzen zu tun? Nein. Flugurit. Moment, Flugurit hatte ich, bevor ich Ziegel hatte, bevor ich das hatte. Ich muss einfach mal testen. Nein, Mist. Flugurit nochmal. Nein, bitte nochmal. Ist die Reihenfolge hier jedes Mal anders? Moment. Vielleicht Salz, Wasser und Steine mit Wasser, mit Elektrizität. Flugurit. Was soll das sein? Das ist es auch nicht. Flugurit. Was könntest du sein? Flugurit, okay, ein Blitz, der in Sand einschlägt. Okay. Wind klingt doch schon mal leicht. Da brauche ich doch bestimmt nur Luft. Dampf. Moment. Nebel. Luft. Zweimal Luft macht Wind. Jawohl. Kälte, Aminosäuren. Machen wir erstmal Aminosäuren. Dann würde ich mal einen Sumpf nehmen und machen einen Blitz rein. Jawohl. Chromkälte, Bakterien. Moment, machen wir Bakterien, Aminosäuren und Luft, Salz, Wasser. Nein. Nebel. Nein. Luft. Auch nicht. Was ist das? Dampf. Auch nicht. Okay, einfach Aminosäuren und Sumpf. Gut, weiter. Kälte. Chrom. Gut, gucken wir mal. Was zur Hölle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Moment, ich habe 6 mal Feuer. Mal richtig großes Feuer. So, und dann nehmen wir Metalle rein. Chrom. So, weiter geht's. Kälte. Kälte. Es gibt Verdunstungskälte.
Oh, drei Sachen, Moment. Wind, noch mehr Wind und Wolken, Dampf, Luft. Nebel? Nein. Kälte, Kälte, Kälte. Wie wär's mit Wolken? Wind, Wind und Wolken macht Kälte. Tang bzw. Algen. Moment. Aber würde ich sagen, einfach Bakterien und Salzwasser, wenn wir das haben. Nur Wasser. Okay, passt. Weiter. Mutierte Bakterien. Gut, Bakterien plus 1. Mutation durch Elektrizität? Nein. Mutation durch Magnetismus? Nein. Durch Kälte wahrscheinlich auch nicht. Durch Alkohol, jawohl. So, dann hydrothermale Ader. Was zum Hydrothermal? Das heißt Wasser. Vulkan, Erde, hydrothermale Adern, Moos, wieder zwei Sachen, Moos, da würde ich sagen Algen und Erde, jawohl. Viren. Da nehmen wir mal schlechte Bakterien. Gute, nein. Viren. Machen wir beim Moos weiter? Nein. Viren, Viren, Viren. Nebel. Nein. Luft auch nicht. Salzwasser macht keinen Sinn. Moment. Sumpf ist auch nicht dafür da. Viren, Salz. Salzwasser vielleicht. Wolken und Bakterien. Dann. Viren. Mit Magnetismus komme ich doch, glaube ich, auch nicht weit. Steine. Stromatolithen, was ist das denn? Nutzt mir erstmal nichts. Gut, gucken wir einfach mal so weiter. Okay, also unsere mutierte Bakterie nutzt da nicht. Testen wir. Scheiße. Nicht mit dem Stein. Nicht mit dem Stein. Bakterien und Erde. Okay. Mineralien. Mineralien.
würde ich sagen, Erde. Quatsch, Steine. Steine und Metalle. Sedimentgestein. Moment, das ist schon mal nicht das, was wir wollen. Mineralien. Aluminium. Okay, Erde und hydrothermale Ader. So, wir haben 39 Stoffe, Elemente, was auch immer. Gras, Moment, Gras wird einfach Moos und Erde sein, oder? Jawohl. Eis, wir hatten Kälte. Und das ist normales Wasser. So, und weiter geht's. Ich wähle mal kurz Mineralwasser aus. Beende aber hier erstmal die Folge. Tschüss, ciao, bye bye. Bis zum nächsten Mal.